Die Serie der All-Mountain-Ski-Entwicklungen reißt nicht ab und in diesem Skitest-Video dürfen wir euch die Montero-Serie von Stöckli vorstellen und sie unter die Lupe nehmen. Ich freue mich drauf, viel Spaß mit den Aufnahmen und los geht's! Und mit diesen Bildern darf ich euch ganz herzlich willkommen heißen zu einem neuen Skitest-Video hier auf meinem YouTube-Kanal und am Titlis in Engelberg in der Schweiz. Es ist unglaublich, was hier gerade an Skifahren geboten wird und das auch beim Stöckli Skitestival, wo wir die Chance hatten, diese neue Skiserie, die Montero-Serie, für euch zu testen. Da freue ich mich jetzt ganz besonders drauf. Es sei gesagt, dass ich ja schon seit einigen Jahren ein Befürworter, ein Verfechter von All-Mountain-Ski-Entwicklungen bin. Der Grund ist recht simpel. Ich denke, dass sehr viele Skifahrer, insbesondere Männer, dazu neigen, mit den Race-Carvern FIS genormt unbedingt unter den Füßen Pisten runterfahren zu müssen. Diese Ski machen es aber schwer, wenn man die Bewegungsabläufe nicht sauber beherrscht. Und die All-Mountain-Ski sind an dieser Stelle eine super Möglichkeit, um es sich auf der einen Seite leichter zu machen und dabei trotzdem eine Menge Spaß bei verschiedenen Skiverhältnissen am Berg zu haben. Diese Entwicklung im Markt nimmt immer mehr Fahrt auf und das finde ich richtig gut. Und Stöckli macht nun auch einen ganz klaren Schritt in diese Richtung. Sie geben den All-Mountain-Ski einen eigenen Namen, nämlich Montero. Und diesmal stehen wir hier mit zwei Skiern. Das ist einmal der Montero AR und der Montero AX. Und gestern im Interview mit Mathieu von der Skientwicklung von Stöckli habe ich schon rausgefunden, dass die Serie noch erweitert wird. Viel mehr darf ich nicht verraten, aber es werden noch zwei weitere Ski kommen. An dieser Stelle die Frage an euch: Habt ihr schon mal einen All-Mountain-Ski gefahren, getestet oder sogar gekauft? Ich freue mich über eure Kommentare und Erfahrungen zu dieser Skikategorie. Jetzt haben wir lang geredet, es wird Zeit, diese Modelle auch zu testen und später werde ich euch dann die Fakten und mein Fazit zu den Modellen durchgeben. Jetzt also ab mit den Skiern in den Schnee, in den aufgeworfenen Schnee hier in Engelberg. Ich freue mich drauf. Los geht's! Die ersten Fahrten mit dem Stöckli Montero AX hinter uns und jetzt Wechsel auf den AR. Ich bin gespannt. Ganz starke Skitestverhältnisse, insbesondere im All-Mountain-Bereich heute und auch gestern. Denn gestern kam der Schnee, der frische Schnee und genau dahin schalten wir jetzt mal. Wir haben die Ski auch in den Verhältnissen richtig getestet. Bei richtigem All-Mountain-Wetter haben wir jetzt die Ski getestet. Ihr seht es schon, es schneit. Frau Holle meint es nochmal richtig gut. Es liegen Hügel auf der Piste und es ist schwierigere Sicht. Da hat es Spaß gemacht, die Ski jetzt auch mal zu testen. Und wir wechseln jetzt nochmal in den besseren Wettertag mit den Aufnahmen. Und jetzt zu dem, was ich bei den Fahrten gespürt habe und was ihr vielleicht auch schon in den Aufnahmen gesehen habt. Beim AX bin ich eher im Kurzschwung locker flockig unterwegs gewesen. Er treibt dich schnell mal über einen Hügel drüber und macht das Ganze sehr angenehm, insbesondere in der Kurveneinleitung. Das heißt, der Stöckli AX ist für mich ein Ski, der dann für dich geeignet ist, wenn du kurze Schwünge magst, wenn du ja vielseitig und leichtgängig auf der Piste unterwegs sein möchtest, aber dabei auch gerne mal in den aufgeworfenen Schnee fährst.
Das heißt, der Stöckli Montero AX ist genau für dich geeignet, wenn du einen All-Mountain-Ski suchst, der leichtgängig ist, der insbesondere kurze Schwünge sehr gut ermöglicht, der dir auch ermöglicht, an Ostern oder beim aufgeworfenen Schnee gut über die Hügel zu kommen und vielleicht auch mal ein bisschen neben die Piste zu gehen. Beim Stöckli Montero AR spürt man schon eher diese Renngene. Es ist wirklich eher auf hohe Geschwindigkeiten auch angelegt. Ihr habt es vielleicht auch in den Aufnahmen gesehen. Selbst wenn Hügel auf der Piste lagen, konnte ich wirklich im langen Schwung drüber gleiten. Dieser Ski geht mit, auch bei hohen Geschwindigkeiten, und ist dabei sehr laufruhig. Das macht es also aus. Das heißt, wenn du einen All-Mountain-Ski suchst, der in den längeren Radien gut geht, der dich über die Hügel drüber manövriert, vielleicht eben wie eine Lokomotive, die ihrer Spur treu bleibt, dann bist du bei diesem Ski hier im All-Mountain-Bereich genau richtig. Und mit diesen Worten hoffe ich, dass ich euch eine sehr gute Einordnung zur neuen Stöckli Montero Serie geben konnte und freue mich, wenn ihr euch weiter auf dem YouTube-Kanal umschaut, vielleicht auch direkt im nächsten Video, nämlich der Stöckli Werksbesichtigung. Da haben wir uns angeschaut, wie Stöckli vor Ort die Ski baut und produziert. Hier in der Schweiz ist sehr interessant, da mal reinzuschauen. Da werdet ihr auch den Mathieu treffen, von dem ich eingangs im Video auch schon gesprochen habe. Und da sehen wir uns wieder. Ich freue mich natürlich auch über ein Abonnement des Kanals und jetzt gute Skisaison und viel Spaß!